Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Regnum Let's Play. Ich wurde schon von einem Typi, Medico de la Isa, zur Party eingeladen und stellt euch mal vor, was ich im Inventar habe. Ich habe den Spieler notiert. Es ist der, ich hoffe, ich habe den richtigen genannt. Ich muss mal kurz schauen, welchen das war. Kanos? Kann es sein? Warst du es, Kanos? Also ich denke, einen, der kurz war. Warst du? Die anderen sind nicht so kurz. Und er hat mir ein paar Items gegeben. Einfach damit ich natürlich, ja, Spenden bekomme. Nein, was hat er genau gesagt? Er hat einfach gesagt, ja, man tut sich, ja, ein bisschen Entwicklungshilfe oder so geben, genau. Entwicklungshilfe. Jo. Das heißt, ich habe ein paar Items bekommen und die schauen wir jetzt gleich an. Ich will euch nicht foltern. Wir haben ja im Livestream und so ein paar Missionen gemacht für diesen Tauros-Clan. Und, ja, Tauro. Und jo, haben natürlich viel Spaß gehabt. Jetzt momentan ist einfach gesundheitlich natürlich die Hölle ein bisschen los. Ja. Okay, Spence. Gut, wir schauen uns die an. So, wir haben Helm des Tenax bekommen. Ist aber Level 55. Okay, da. Handschuh der Vesper. Also die Items sind jetzt nicht natürlich so mega stark, sie sind wertvoll zum Leveln. Und wir sind jetzt Level 51, also wir brauchen noch 4 Level. Dauert noch ein bisschen, aber Alastor und dann zweimal Vesper. Vesper sind wir dann einfach komplett mit, ich weiß gar nicht, man muss nur ein Item tragen, um die Set-Bonus da Jäger und Schütze zu bekommen, oder? Also wir brauchen ja nur, wir können ja nur Jäger-Items Bonis bekommen. Genau weiß ich das nicht mehr so. Ich weiß auch nicht so von früher, aber von heute. Oh. Okay. Ich weiß nicht, wie so der Turm Ignis ist. Wieso ist der Ignis? Ist das ein Bug oder ist das einfach... Ja, okay. Jetzt ist es, okay. Also es ist aber noch nicht gewechselt worden. Aha. Die Hammerlegende. Hammer Irrenzeit, okay. So, Glöbelaser. Another Labyrinth. Okay. Cool. Ist das irgendwie... Ja, das Dreimal-Momo-Maske. Irgendwie gefärbt. Okay. Ach komm. Wenn einfach etwas mal ein bisschen schneller gehen würde. Keine Spuren gefunden. Ja, ich kann aber nicht. Spanisch noch nicht so gut. Muss noch warten. Aber jetzt momentan sind die Hürden wahrscheinlich nicht so unten. Ist ein bisschen komisch, dass so am frühen Morgen um 8.40 Uhr keine Hürden online sind, sonst haben sie immer Drachenwünsche. Ständig. So. Gut. Nein, nein, ich Hunde. Na, Krieger. So. Ich bin der Hunter.
und sie? Nikolaus, der will unbedingt. Der Beschi will unbedingt. Will Namen. Immerhin haben wir einen Baba. Da, O2. Ach, guck mal, ein Jäger wahrscheinlich noch. Ja, ein Jäger. Ah, ich freue mich. Ich habe den ersten Gegner des Tages gefunden, sogar zwei davon. Die wollen unbedingt angreifen. Diese Armen. Die Axt. Damit kann man etwas machen. Ich muss mich manchmal auch ein bisschen konzentrieren auf einen Gegner, damit ich mehr Loot bekomme. Ja, genau, geht auf mich. Ist natürlich klar. Ich muss mal durchlaufen. Stopp ich jetzt. So. Okay. Immerhin. Ist schon zu spät fürs. Also wir haben doch noch ein bisschen kommen. Ja. Wir haben einfach zu wenig Spieler. Also es geht sehr lange, weil einfach die Spieler, die anderen Spieler, die wir killen, müssen ein bisschen fehlen. Oder wir können nicht so schnell killen, oder? Muss immer irgendwie die Taste finden. Greifen. Ach komm. Jo, ich spiele einfach zu wenig. Ich bin nicht drinnen, also ich bräuchte irgendwie eine Anzeige. Drücke A, damit du triggern kannst. Aber mit Stück geht's auch. Aber irgendwie die Taste zum kanalisiert irgendwie einen Spieler zu treffen oder so auszuwählen. Das ist einfach zu schwer gemacht. Also man kann es nicht im Kopf behalten. Müsste eigentlich, glaube ich, die A-Taste oder die X-Taste oder so. Ja, dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben für Dullis wie ich, wo so wenig spielen, also nicht immer so aktiv sein kann. Ich bin halt, ja, ich bin Sportler, ich bin Let's Play, ich bin Livestreamer, ich bin Game Designer, ich bin das und die und dort und Mann und wieso. Warum nicht so aktiv, wie ihr denkt? Also ich nehme Folgen manchmal auf, ich mache manchmal Livestreams, aber das war's. Ich spiele nicht aktiv, Regnum. Ich bin nicht drinnen. Ich bin auf dem Stand von 2010. Seit 14 Jahren habe ich eigentlich nicht mehr so ein Game, wo ich immer spiele wie Regnum, oder? Und damals war ich ja Game Master, da habe ich sowieso nicht gespielt. Da habe ich nur Spielen zugeschaut, dass sie keinen Blödsinn machen. Nein. Also, so, ja, gibt es ja in Regnum nicht mehr, aber so Leute in anderen Games und so dürfen das gar nicht machen. Also, sie können nicht ständig einem Spieler hinterher suchen, was der genau macht, wenn er nicht so ein Ding wird, oder? Unter Vertrag gestellt zu suchen. Okay. Was wollt ihr eigentlich mit zwei Ritzer? Immer auf die Kleinen, das ist so böse. Ja, die haben wir sind. Ja, ist gut. Ah, das ist nur ein. Was sind denn die Spiele, wenn man sie sucht? Ja. Da unten vielleicht. Ja, da haben wir natürlich keine Chance. Ja, die Latenz ist wieder am Eimer. Ich sterbe, weil die Latenz wieder
weil die Latenz wieder 5 Sekunden hinten dran ist. Habt ihr das gesehen? Also man hat es nicht gut gesehen, aber einfach nochmal kurz zurückspulen. Man ist einfach so, die Gegner sind so 5. Also 5 Meter vorwärts wartet. Da haben wir natürlich keine Chance. Danke, dass ihr alle irgendwie tot seid. Also wieso seid ihr hier oben ist? Hä? Macht keinen Sinn. Ja, okay, macht schon Sinn. Wenn der eine halt gestorben ist und dann hier wieder alle bastet. Also reintut in die Party. Dungeon. Hey, kommt mit, kommt mit. Ich möchte mit euch reisen. Alle mitkommen, bitte. Was heute nicht los ist. Was heute nicht los ist, schiebe nicht auf morgen. Mach es weiter. Auch wenn du stirbst. Kämpf weiter für unser Volk. Oder für eures Volk. Ja. Weil eventuell seid ihr Syrte. Ich habe gestern wieder ein bisschen die Syrten. Wie sagt man denn? Ja, willkommen geheißen, weil sie in unserem Reich waren. Sie haben eine Invasion gemacht. Aber schon. Gesagt, ja, die sind wieder zu Besuch. Geschrieben im Discord. Ja. Sie sind wieder zu Besuch bei uns. In unserem schönen Land. Die Schweiz. Nein, alles ist. Wieso spielt Drago Alcius, damit er der Schlechteste ist. Am schlechtesten Reich ist. Nein, es ist nicht das Schlechteste, es ist einfach am wenigsten besucht. Aber ich bin eigentlich alles, weil ich das halt einfach am schönsten finde, weil ich aus der Schweiz komme. Irgendwie so ein bisschen die Schweiz im Kopf, wenn ich an Alcius denke. Ja, jetzt bin ich wieder ganz alleine. Okay, die haben überlebt, scheinbar. Und fliehen gerade. Muss ich entgegenkommen? Der Vic Viper ist hier. Geil, der ist auch in der Gilde. Den habe ich öfters gesehen. Der Vic Viper. Ist auch wieder so ein Stammspieler. Nicht so wie Drago. Der jetzt, weiß nicht wie viele Tage wieder offline war. Nee, der spielt wahrscheinlich jeden Tag. Also den kennt man einfach ein bisschen. Was machst du eigentlich? Alles kühl. Seid ihr hier? Da drüben ist noch Syrtis. Kommt ihr? Scheinbar nicht. Ich gehe mal hier rund, aber jetzt dieses Mal nicht. Goldene Käfer. Irgendwo gibt es Giftkäfer, die irgendwie Gift machen und das ist sehr beliebt bei den Jägern. Aber das kann ich natürlich noch nicht haben. Wir sind Level 60. Müsst ihr auch noch ein bisschen aufklären, mich. So, Dankeschön für die Hilfe. Der Lakratz. Der Lakritz. Lk-Katz. Mission Impossible. So. Schade, dass ich nicht Spanisch kann. Ich bin einfach zu faul zum Lernen. Ich habe irgendwie Lernschwierigkeiten. Gerade. Ich möchte einfach irgendwie nicht Sprachen lernen. Ich versuche es, ich nehme mir Zeit, aber irgendwie geht es durch die Röhre. Durch das Gedächtnis. Durch. Hindurch. Zu viel einfach wegen der Game Design Szene. Also Sache. Einfach nichts. Nichts, wo ich mehr lernen kann. Also ich kann es nicht lernen, weil es einfach nicht im Gehirn bleibt. Zu viele Gedanken immer. Ja, ich muss halt skripten und das ist schwieriger als Sprachen. Naja, gut. Irgendwann schaffe ich auch mal einen Online-Spiel dann noch zu machen. Hm.
muss ja auch immer wieder die anderen spielen lassen, die Beta-Tester. Ich kann nicht übersetzen und was sagen die? Ich könnte mit dem Handy kurz übersetzen. Aber die laufen. Sie sollen über mir reden. Ich denke, die sagen wieder, ja, ich tue Livestream, Let's Play oder so. Irgendwie so das. Tan in Discord, okay. Jo, ist cool mit der Gede unterwegs zu sein. Ist ein bisschen langweilig. Schade, dass in Regnum nicht alles ein bisschen schneller sein kann. Naja, macht nichts, es passiert gleich wieder. Der Drago, der muss warten und ihr könnt spulen. Ja, ja, ihr könnt das Video vorspulen lassen. Wir haben 87 Hirten besiegt. Das müssen wir unbedingt einen Livestream machen. Über die Nacht vielleicht. Es kann sein, dass ich heute Abend noch Livestream regne. Und das werde ich einfach endlos machen, bis ich dann nicht mehr Lust habe. Bis nicht mehr so viel los ist oder so. Ja. Ja, es sind immer noch viele Spieler oder. Die sind meistens nur am Durchrennen vielleicht. Südost. So viele im Südosten. Und ich habe noch geschaut im Süden. Was machen wir jetzt in Shanarit? Das hilft mir jetzt nicht so viel. So, ja, du musst mal hochgehen. Ich bleib bei dir. Der ist auch wieder mal hier, der Locker. Im Schopko. Ja. Ich weiß gar nicht. Er ist schon immer hier, aber ich bin nicht oft hier. Er ist eigentlich diesen einen. Oh, wie heißt er schon wieder? Diesen Säbelzahntiger da. Wir haben. Oder? Ist er vom gleichen Stamme? VIP. Ist wahrscheinlich Marschall, hä? Also die zweite Klasse. Oder die erste Klasse. So. Schade, mein Ding geht auch bald wieder weg. Meine Unsichtbarkeit. Tja. Also jetzt noch ein bisschen Pause. Habe ich so das Gefühl, ich bin nicht mehr so drin. Muss wieder ein bisschen reinkommen, weil die Dauer und so habe ich nicht mehr so im Kopf. Ist schade. Okay. Nein, nicht so schnell. Oh, cool. Nicht so schnell killen. Der war ja mega low level. Der andere. Okay. Können wir gerade kurz in. Sammeln? Morgen? Aber ich hätte jetzt noch nicht gemacht. So. Okay, der 70er, der Magier ist es. Oder der eine. Nein, ist nicht der eine. Es sind ganz viele Spieler hier irgendwie, aber wir kriegen sie einfach nicht so schnell. Yay! Ich hab nochmal einen Syrte, der für mich ist. Dankeschön. Sehr nett. 70 waren es doch. So, okay. Du hast drei Spiele von 20 Süd oder von anderen Reichen besiegt. Gut.
Sie ist normal, okay. Ich habe gar nicht so mitbekommen, dass er andere Jäger auch noch. Ist noch süß irgendwie, wir sind alle so low-leveliger. Wir sind gar nicht Level 60. Aber ja, die Igen sind einfach ein bisschen zu zahlreich. Wir farmen jetzt einfach noch ein bisschen. Können wir nichts anderes. Ich finde die Rüstung hier, ein Event irgendwie. Oder, ich weiß nicht, welches Event es war, aber. Ja, ich muss kämpfen. Komm. Noch ein bisschen XP dafür. Also, es ist irgendwie komisch, man bekommt nicht mehr XP, wenn man mehr Kill, also Kill-Anteil habe. Ist ja eigentlich auch fair. Aber trotzdem. Wieso habe ich hier keine XP bekommen? Hast du die Belohnung schon bekommen, deswegen. Also wir haben einen gekillt, der sofort wieder gejoint ist und dann wieder. Gut. Ja, wenn er halt selber schuld ist und sich wieder killen lässt sofort. Ja, ist doch egal. Also der tut für uns ein bisschen spammen. Ja, okay, wir spammen beide. Krieg im Norden. Ja, der ist wahrscheinlich schon zu nah. Hunting-Session. Hunting-Session. Oh ja. Haben wir nicht den auch schon besiegt im Spiel? Ja, ja, ich weiß natürlich, dass die. Ich weiß, auch wenn ich Low Life Level bin, ich weiß was. I'm expert. Experience Player, was nicht immer schön. Ich bin da nach vorne. Ach komm schon, ey. Haut nicht ab. Drago überfordert, weil er einfach schon lange nicht mehr gehandelt hat. Ich habe nie Jäger gespielt. Wann habe ich das letzte Mal Jäger gespielt? 2016, 17? Mal als. Nein, ich hab Schütze gespielt, oder? Also schaut meine Let's Plays an, meine früheren. Alles sucht nach Drago Basler, Champions of Regnum und helft mir. Habe ich schon mal einen Jäger gespielt, habe ich schon mal. Also Jäger sicher schon mal gespielt, aber nicht lange. Oder so. Trotzdem weiß ich, was ich machen muss. Auf jeden Fall gut genug, dass ich nicht sterbe jetzt oder einfach. Ja. Ist abgehauen, Dachritter. Ey, nicht verwirren. Danke für die XP. Mann, ich werde immer zu schnell abgelenkt. Ich bin so ein Spielkind. Immer nur Blödsinn im Kopf. Nein. Ja, schön, also so kann man auch farmen, ne? Da bekommt man sogar mehr XP, das ist ein mega Krieg. Heute Abend eben im Livestream wird wahrscheinlich wieder viel los sein. Es ist momentan auch diese Season, diese, wie heißen sie? Ja, es ist wieder nicht angezeigt. Es ist momentan einfach so eine Art Liga. Und deshalb, ja.
Es ist cool, alles ein bisschen mitmachen. Im Kampf. Der Barbar ist einfach gelangweilt. Ich hab's einfach satt langsam, dass man immer ablenkt. Ich will eigentlich immer schön aufmerksam sein und ich darf nicht aufmerksam sein. Wenn Spieler immer einen ablenken mit seinem Monstergekloppe. Es ist halt immer doof, wenn man halt ein PvP oder FAR-Spiel hat und dann irgendwelche random Mobs herumlaufen, die angegriffen werden. Es lenkt einfach ab. Und vor allem, ich bin ja auch ein Spieler, der eher offensiv sein möchte. Und nicht irgendwie so mega taktisch. Länger machen. Ist gerade sehr spannend und ich will die Folge nicht beenden müssen. Nur habe ich nicht so viel Zeit mehr. Ich habe den ganzen Tag zu tun. Jo. Aufnehmen, dann ja, meine Katzen besuchen. Diese armen Katzen haben mich vermissen müssen wegen dem Krankenhaus. Jo. Und dann muss noch eine mit mir am Abend einkaufen gehen. Schade, ist er nicht mehr unten gewesen, als ich das Foto gemacht habe. Hör jetzt auf! Du kannst später leveln, du bist ganz low wie. Magierwesten. Den abfangen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man halt einfach die Monster so, oder die Spiele so spät sieht. Ich muss unbedingt mal zum Optik. Como esta. Und dir. Hey, Bibi, ihr Jesse? Okay, da will ich verschwinden. Weiß es nicht, was Bibi heißt. Saibi. Saib. Irgendwas mit Saib. Mann, ich konnte 2010 Spanisch. Also ziemlich. Ich wusste, was manche Wörter heißen, aber mittlerweile. Champions of Regnum ist halt einfach, ja, das einzige Spiel, wo ich Spanisch lernen muss. Natürlich für die Übersetzung oder so, aber das macht meistens jemand anders und nicht der Game Designer. Das macht zum Beispiel die Discord-Community. Und dann übertrage ich das ins Game. Ja. Schade, kommen die Igen, also ja, wir sollten vielleicht links sein. Das wollen einfach warten, bis sie einmal wieder. Jetzt ist wieder. Nein, hör auf, hör auf. Der läuft herum. Er möchte. Der Drache, Tenax ist das? Nein, doch, das ist Tenax. Das ist gar nicht mehr so genau. Meine Güte, meine Erinnerungen sind so rapide gesunken. Der rote Dach. Er möchte gerne das Tor einbrechen. Er möchte die Mauer weg haben. Die Mauer muss weg.
Ja, das innere Tor ist auch kaputt gegangen letztendlich. Tja. Also ich muss einfach mich wieder reinfinden ins Game. Ich habe jetzt wirklich nicht so oft gespielt, wie ich hätte ja tun müssen eigentlich, wenn ich einfach mehr Zeit hätte. Vita heißt Leben, oder? Für unser Leben. Irgendwie so etwas schreibt er gerade. Vita Vitale! Und der Werwolf macht mit. Das ist unser Kumpel. Ja, irgendwie. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, ob ich jetzt wirklich ein Pet-Skillung noch nehmen soll. Schon so low-levelig. Aber später, ja, in Ordnung. So Level 55 oder so. Geil. Aber nicht ein Ding. Daneben, gell? Baba. Ich hau ab, weil ich dort keine Chance habe. Was hat ein Barbar? Ich mach keinen Schaden an Barbaren. Ist mega zäh. Es ist mega zäh, das ist einfach zu low und zu hochlevelig. Der wird uns sonst töten? Irgendwie versteht er das nicht oder so. Ja. Ich habe irgendwie Glück, dass ich nicht gerade sterbe. Oh, wieder stehen natürlich. Muss man das irgendwie gerade so machen? Wieso greift der nicht an? Ich frage mich, was der Barbar eigentlich will. Der könnte uns so schnell besiegen und so. Ja, töt ihn. Töt ihn. Komm schon, du bist der Barbar. Bitte. Ich würde sowas von sterben jetzt. Ich bin nicht hier. Ihr müsst nicht besiegen, ihr Igen. Wir sind doch beste Freunde. Leute, das war jetzt so taktisch nicht klug. Wieso habt ihr die angegriffen? Wir sind so low-levelig gewesen. Okay, vielleicht schon ein bisschen höher die, aber. Ja. Okay. Gut, Video. So, Jo. Ja. Beenden wir den Part. 33 Minuten 58. Ja, ist nicht so lange geworden. Also, ich hätte gerne noch länger gemacht, aber jetzt nochmals dorthin. Die Weite. Handen. Wir sind einfach unterlegen. Wir haben ständig auch keine Edelsteine mehr direkt. Es ist einfach so, es ist nicht gerade so balanciert mit den Spielerzahlen, mit der Spielerstärke und so, aber das macht nichts. Wir müssen halt verlieren. Aber dafür haben wir ein bisschen genervt. Gut. Dankeschön und ich hoffe, viel Spaß noch mit anderen Dingen. Es macht mir eine Freude, euch ein bisschen Videos zu bringen. Natürlich werden sie jetzt nicht unbedingt so gut geschaut oder Livestreams sind jetzt auch nicht so immer da. Eher weniger momentan, aber sobald es mir besser geht, werde ich natürlich danach gerne suchen. Für euch, wenn ihr das wollt. Okay. Jetzt momentan kann es aber sein, dass ich dann wieder im Krankenhaus bin, weil die Klinik, wo ich jetzt war, die ist einfach
sie haben mir nicht das geboten, was ich brauche. Mit meiner Nervenkrankheit kann ich nicht immer so viel, ja, Schlechtes aushalten oder so. Es hat einfach das Kantonsspital, also für unser ganzes Bundesland. Und dafür sehr schlecht. Und jetzt gehe ich in eine, wie sagt man dem? Alternativmedizin Klinik und dort wird mir geholfen. Also einfach nicht gerade Schulmedizin, sondern Natur und vor allem auch, ja, bessere Medizin. Gut, tschüss zusammen und ja, nochmal Dankeschön. Tschüss.